Hallo vom Flugplatz Essen-Mülheim. Elektromobilität NRW wird in diesem Jahr zum ersten Mal bei der Motorshow Essen vertreten sein, als Kooperationspartner des E-Carsharing-Dienstleisters eShare One. Und die Vertreter der Messe Essen haben sich was sehr Besonderes einfallen lassen für die Präsentation der Fahrzeuge, die dieses Jahr bei der Messe dabei sein werden. Denn diese Präsentation findet jetzt gerade hinter mir in der Luftschiffhalle hier in Mülheim statt. Und wir schauen mal rein. Mein Name ist Ralf Sawatzki, ich bin Projektleiter der Essen Motorshow. Das ist heute der Foto- und TV-Termin. Das ist der erste Aufschlag für die Presse, was die Essen Motorshow, die 51. Essen Motorshow, Tolles im Portfolio hat. Genau, die 51. Essen Motorshow ist das PS-Festival des Jahres. Wir sind keine reine Automesse, sondern wie der Name schon sagt, Essen Motorshow. Wir möchten mit der Vielfalt der Essen Motorshow unsere Fans begeistern. Die Essen Motorshow, wie gesagt, hat starke Säulen. In jedem Bereich findet man was und auch das Thema E-Mobilität ist ein sehr wichtiges Thema für die Essen Motorshow. Wir haben viele begeisterte Fans, die sich auch für das Thema E-Mobilität interessieren. Wir haben bereits Tuner, die privat getunte E-Autos präsentieren auf der Essen Motorshow und die Vielfalt gehört dazu. Also ich durfte tatsächlich auch schon mal E-Autos testen, auch im Rahmen der Essen Motorshow und der TV-Termine. Und ich muss sagen, das Thema E-Mobilität begeistert mich natürlich auch. Geschwindigkeit, Beschleunigung, Interaktion, Connectivity in dem Auto, tolles Thema. Und ich freue mich drauf, was die Zukunft bringt. Mein Name ist Andreas Allebrot, ich bin Geschäftsführer von eShare One. Wir sind heute hier bei dem Fotoshooting für die Pressekonferenz auf der Essen Motorshow 2018. Ja, hier in der schönen Luftschiffhalle in Mülheim an der Ruhr. Ja, ein ganz anderes Ambiente für eben halt Tuning-Fahrzeuge und die eben halt unterschiedliche Antriebskonzepte haben. Wir stellen heute hier den i8 Roadster vor. eShare One zeigt auf der Essen Motorshow die gesamte Palette neuer Elektrofahrzeuge. Das heißt, was erwarten wir auch im nächsten Jahr an Highlight, technischer Highlight, neue Reichweiten, neue Konzeptfahrzeuge, die wir dann eben halt tatsächlich kaufen können. Und wir vermischen und bringen das zusammen eben halt mit unterschiedlichen Thementage, die von Kommunen, Stadtwerke bis eben halt zu Immobilien und Handwerkern laufen und zeigen dann eben halt Fahrzeuge für die entsprechenden Gewerke und das schon seit 2013. Das Thema Elektromobilität ist ein Netzwerkthema, deswegen können wir das alles nicht alleine machen, sondern wir brauchen eben halt starke Partner dabei und deswegen freue ich mich auch, dass in diesem Jahr Elektromobilität NRW als Partner, als Co-Partner eben halt auf der Essen Motorshow dabei ist und gemeinsam mit uns eben halt das Thema Elektromobilität und Smart City Themen präsentieren kann.